Hey Leute, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Adventure Time. Bloons Adventure Time ist ein frecher Klon, der überhaupt nicht in Zusammenarbeit mit Bloons Tower Defense 6 entstanden ist. Das ist ein ganz frecher Klon. Trotzdem spielen wir den mal, wir spielen jetzt schon seit einem Monat ungefähr. Und eigentlich sind wir so gut wie durch. Eigentlich. Denn wir haben schon sehr viel geschafft. Und ich habe hier die letzte Pay-to-Win-Kampagne, die ich noch nicht ganz vorgestellt habe. Und ich wollte die eigentlich auf einen Platz verschaffen. Das Problem ist nur, die Map hier zum Beispiel, die war so schwer, ich musste da so viele Kräfte raushauen, um das zu schaffen. Und ich habe gesagt, okay, heute im Video machen wir das letzte Level der Kampagne. Aber ganz ehrlich, Thron der Kaiserin, das ist eine Frau? Ich dachte, es ist eine Vampirkönig. Das sparen wir uns als finalen Bosskampf für ein andermal auf. Denn ich will das, also ich würde Thron der Kaiserin bestimmt schaffen, wenn ich wieder 5 Kräfte raushauen würde. Ich würde 1000 Mal Game Over gehen, ich würde Kräfte einsetzen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Denn ich hatte euch gefragt, ey Leute, was kann ich besser machen, um das besser hinzukriegen? Und da wurde zum einen gesagt, ey Pardo, du musst vielleicht mal deine Einheiten ein bisschen besser verteilen, ein bisschen besser die Gegenstände verteilen. Deswegen habe ich für Kommandantin Cassie den Verbündeten hier dazu gepackt, der sehr, sehr stark ist. Und den habe ich zu Cassie gepackt, weil Cassie hat die Fähigkeit, da, dass sie weitere Verbündete platzieren kann. Und das heißt, ich kann diesen Verbündeten nicht nur einmal, sondern zweimal haben. Ist eine Kleinigkeit, die uns da ein bisschen hilft. Und eine weitere Sache, die ich gelesen habe, war einfach, Bardor, du Dummkopf. Also stand da nicht, das habe ich mir gedacht. Bardor, du Dummkopf, du bist unterlevelt. Und das stimmt eigentlich. Es ist ja eigentlich, ich meine, wenn wir mal gucken, kannst Einheiten bis Level 7 leveln. Und ich habe gerade mal 2 Einheiten Level 5. 3 Einheiten Level 5 und sonst ganz viel Level 4, Level 3 teilweise. Und ich glaube, dass ich Level schaffen kann, die halt wirklich die schwersten Level im gesamten Spiel sind. Natürlich schaffe ich das nicht. Und deswegen machen wir heute im Video mal einen kleinen Trainings-Arc. Das kennt ihr bestimmt auch aus großen Filmen. Da gibt es immer eine Trainingssequenz. Das wäre heute. Diese Folge wäre die Trainingssequenz. Also, falls ihr Karate Kid geguckt habt, den alten, das Original, da hat ja Daniel San auch die Zäune gewischt und Boden. Das machen wir heute. Wir wischen, nein, der hat die gestrichen, die Zäune. Oh Gott, bin ich ein Dummkopf. Falls ihr übrigens kein Dummkopf seid, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen. Wäre eine coole Sache, würde mich unterstützen. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Haltet den Master und 16 Stunden lang, let's go. Aber wisst ihr was, wir holen uns hier einfach eine epische Wunschkugel und die öffnen wir jetzt. Und da kann ja auch schon was Krasses drin sein, was mich aufs nächste Level hieft. Oh, nur ein epischer Gegenstand. Ein Jetpack. Okay. Der ausgerüstete Charakter kann auf Land, Wasser und Lava platziert sein. Ich glaube, das ist so ziemlich der schlechteste epische Gegenstand im gesamten Spiel. Auch nicht so gut. Das haben wir hier, das Zepter, das Feuer. Feuerprinzessin kann zwei... Oh! Die kann 2 Feuerfallen zeitlich aktivieren. So, wir können jetzt hier auch nochmal eine Wunschkugel herstellen, eine epische. Let's go. Und zack. Willst du jetzt nochmal was... Jetzt bitte aber was Episches, komm. 3-mal gelb, let's go. Was haben wir? Babyzug, Netzkanone, Stab der Gedankenkanone. Wer kann das benutzen? Ja, wieder, okay. Ich habe auch echt alles nur für die Feuerprinzessin. Moorbloons, die durch Angriffe getroffen werden, lassen Beute fallen, wenn sie zerstört werden. Erhöht zudem die Dauer von Effekten um 30%. Das wäre für den Eiskönig eine sehr... Also, für Sam und den Eiskönig wäre das ein extrem guter Gegenstand. Reichweite plus 12 ist auch insane. Dazu lassen die Beute fallen, also mehr Kohle dann wahrscheinlich. Die können länger vereist werden. Aber ich benutze beide nicht. Reichweite plus 12 ist krass, weil Prinzessin Bubblegum hat ja den Boost. Das wäre dann ja gar nicht schlecht. Aber hier ein Gegenstand, ein Babytuch. Finns Faustbruder-Upgrade kostet 1000 statt des üblichen Preises, wenn er sich in Reichweite befindet. Reichweite plus 7, Geschwindigkeit plus 20%. Ganz ehrlich, ich... Ah, das ist für ihn. Ich nehme das mal mit. Okay, machen wir das Halloween-Level. Unterwasserstadt, Versenkung. Jetzt spielen, let's go. Wir machen das auf unplatzbar. Ich habe übrigens auch, das habe ich noch gar nicht gezeigt, aber ich hatte im letzten Video, das hatte ich schon, so einen Enterhaken. Und mit dem Enterhaken kann ich halt einen Ballon einfach ranziehen und der wird dann wieder zu... Also ich zeige es gleich mal in Aktion, aber der wird auf jeden Fall rangezogen, kriegt glaube ich extra Schaden auch in der Zeit. Ich weiß nicht, ob das gegen ein Bett geht, aber das habe ich auf jeden Fall dabei. Das hat der Superaffe. Vielleicht rotiere ich Sai raus und pack dafür den Eiskönig rein. Weil der Eiskönig hat doch auch Günther. Günther ist dieser Pinguin, der eine Verbesserung für 30.000 hat. Und das wäre doch eigentlich super stark, oder? Aber wen rotiere ich raus, ist die Frage. Weil ich finde Finn zu wichtig, um raus zu rotieren. Jake geht nicht, und das geht nicht.
Geht nicht, geht nicht. Na gut, C4 Charlie geht wahrscheinlich als erstes, aber ich brauche den ja für... Geht im Grunde nicht. So, wir machen mal Psy dahin. Weil ich glaube, es kommen gleich auch unsichtbare, magieresistente Ballons. Die könnte dann von der Feuerprinzessin nicht angegriffen werden. Also optisch passt die Waffe auf jeden Fall besser zur Feuerprinzessin als dieser Stab. Weil vorher hat die einfach so einen Stab gehabt, so einen Holzstab. Ich will königliche Anordnung haben, weil das ist eine Fähigkeit, die kann ich einmal pro Runde aktivieren. Und es gibt uns einfach 1000. Und die Runden am Anfang gehen relativ schnell vorbei und so weiter. Und dann kriegst du einfach sehr schnell Geld. Und wir werden gleich einfach sprinten, was das Geld angeht. Ich habe 2 Bimos, die ich raushauen kann. Zack. Fähigkeit, seht ihr? Einfach zack, zack. Okay, es gab jetzt nur 800. Aber ist ja trotzdem krass. So, gut, dann machen wir jetzt... Soll ich den hier oben platzieren? Das ist eine Kackposition. Egal, ich mache nach da oben. Für Faustbruder, für mehr Kohle. Position hier ist Müll. Ist die da besser? Die hier ist gut, die Position. Der kann ja legitim viel angreifen. So, wir können jetzt hier unten helfen auf der Aura. Jetzt sind alle Verbesserungen günstiger. Und jetzt verbessern wir. So, wir machen mal Feuerfalle. Sie macht 2 Stück. Wo ist die zweite Feuerfalle? Da ist die zweite Feuerfalle. Beide furchtbar platziert, aber sie existieren. Bimos hier nämlich. So, okay. Die machen jetzt auch sehr fett Kohle. Okay, was Geld angeht, müssten wir jetzt im Grunde ganz gut vorankommen. Machen wir hier bessere Reichweite. Da nochmal. Laseraugen, das so. Let's go. Und rechts ist die Armbrust. Macht immer noch keinen Sinn, die einzusetzen. Ich kann es nur just for fun machen. Ich habe jetzt irgendeinen Mini-Ballon rangezogen irgendwo. Wir skillen mal hier. So, so und so. Die können jetzt alle Tarnballons angreifen und können alle auch alles killen. Ich dachte erst, die taugen nicht so viel. Kann ich übrigens auch 3-mal platzieren, weil ich glaube, Bubblegum hat die auch noch. Oder halt jemand anderes, der... Auf jeden Fall, die kann ich auch 3-mal platzieren. Die sind sehr stark. Also ohne Witz, die machen richtig viel Schaden. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. Der hier ist auch sehr, sehr stark. Der kann nämlich alles unterhalb vom Bett so ein bisschen schrumpfen. Dass die halt, also der verwandelt die halt für eine Millisekunde. Ich mach den mal dahin. Ich habe noch 9000 über. Ich kann immer noch ein paar Banger raushauen. Der hier ist stark. Ist auch anscheinend spezielle Halloween-Gegenstände. Weil zum Beispiel für den Superaffen habe ich eins. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Aber ich habe für den Superaffen irgendwie so Schlangenpfeile oder sowas gekriegt. Und das ist, glaube ich, relativ stark. Zeige ich gleich mal. Okay, und let's go. Start. Hat übrigens globale Reichweite, das Relais. Wusste ich vorher nicht. Aber wurde mir in den Kommentaren gesagt. Hat globale Reichweite, Bardo. Kannst du ein bisschen anders einsetzen. So. Okay, so. Verwandlung. Nochmal Delay. Den müssen wir kaputt kriegen. Ich habe echt alles raus. Guck mal rechts unten. Der Schaden sprintet ordentlich. Also die sind echt nicht verkehrt. So, Delay nochmal. Okay. Der muss kaputt gehen. Auch wenn er gepanzert ist. Delay nochmal. Das kann man echt spammen. Da. Er ist kaputt. Er ist kaputt. Das war's. Das war's. Das war's. Ah, ich kann jetzt ja den Griff hier auch nochmal einsetzen. So, da oben mit der Armbrust. Zack, wird rangezogen. Jelly Bean in your face. Let's go. Okay. Gut. Sind auch gar nicht so weit gekommen. Also, wenn wir alles raushauen, das ist der Verwandlungseffekt. Wenn wir alles raushauen, brauche ich keine Kraft. Dann geht das klar. Das war jetzt eine 3-Sterne-Map, glaube ich. Also, 3 Sterne kriege ich um Platz 2 hin. Die Kassette, Münzen, Dynamik. Okay. So, und jetzt können wir uns noch ein Feld freikaufen. Benutzen. Und dafür kriegen wir, glaube ich, was, ne? So, da oben und wir kriegen super selten. Finns Flöte. Okay, ich würde ganz gern hier die Eislevel einfach machen, weil die sind sehr entspannt. Die Map habt ihr jetzt aber, glaube ich, schon ein paar Mal bei mir gesehen. Und die schaffe ich halt relativ safe im Schlaf. Und deswegen skippen wir da mal Richtung Runde 75. Die Map ist durch den Aufbau mit den Kreisen halt so leicht zu bespielen. Also ich denke, das wird wirklich... Also es gerade war ja... Oh, das ist ein bisschen knapp. Aber hier ist einfach überhaupt nicht knapp. Es wird einfach... Eine komplette Zerstörung müsste... Ist ja auch fairerweise ein sehr leichtes Level, sage ich dazu. Aber es wird einfach komplett easy. Habe ich auch schon das meiste verbessert. Yep. In der Runde gerade musste ich so ein bisschen aufs Ganze gehen, aber jetzt... Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Ich muss jetzt ein Bubblegum hin. So. Ich skill da nochmal alles durch. So. 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 Da oben auch, wenn es nicht so viel bringt. Da unten auch nochmal so. So, soll ich noch jemanden raushauen? Wir haben alles rausgehauen, wir haben alles verbessert. Es leckt ein bisschen hier, die Pfefferminz Boys kann ich noch raushauen. Es leckt halt wirklich ein bisschen, ne? Sieht man überhaupt, was passiert ist? Meine Facecam verdeckt nichts. Okay, alles gut. Da ist ein Sniper noch. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Herbert. Ach, der ist hier aber nicht mal gepanzert, stimmt. Weil es ist ja eine ganz andere Kampagne. Ja gut, nicht gepanzert. Übrigens der Unterschied, seht ihr? Nicht gepanzert. Ist der halt einfach 20 mal schneller kaputt.
ist halt einfach geisteskrank. Ja, na gut, wenn er nicht gepanzert ist, ist das natürlich eine ganz leichte Geschichte. Das war bei Halloween halt gepanzert. Okay, eine Map noch und wir hätten in dieser Trainingsfolge eine Kampagne komplett auf unplatzbar geschafft, ein Gegenstand. Plus ein Schaden, wenn auch das Schmuckstück Clark... Boah, das habe ich doch im Leben nicht. Ich nehme es trotzdem mal mit. Okay, ich habe jetzt noch gar nicht alles rausgehauen, aber ich fühle mich gerade überheblich und ich glaube, das wird schon reichen, um das hinzukriegen. Aber ich will trotzdem nochmal hier Kerkerfin raus. Schwupp, ist der in der Reichweite? Jap, jap, jap. Na, da nicht. Der wäre rechts in der Reichweite. Ist zwar die falsche Position für ihn, aber ich kann ihn doch bestimmt nach hier rechts platzieren, oder? Ja, kann ich. Gut, machen wir da. Da musst du so viel skillen und die meisten Skillungen sind eher sinnlos. Let's go. Okay, so. Was kann ich noch rausnehmen, was mich essentiell stärker macht? Nichts. Gut, hätten wir es geklärt. Sag ich nochmal. Den von mir ist noch zum Ende hier hin. Ich meine, ich habe 23.000 über. Ich glaube nicht, dass das Probleme geben sollte am Ende. Papierkönig hatte ich vergessen. Der wiederum ist natürlich wichtig. Kann man nicht verneinen. Der ist ein wichtiger Boy. So, machen wir den da hin. So. Ist auch nicht unwichtig. Die Superaffen-Fans. Ich hau es einfach mal raus, aber das brauchen wir nicht. So, und dann hätten wir. So. Heute 3 Level auf unplatzbar geschafft. Ich wollte auch übrigens super müde. Merkt man vielleicht, dass mein Energielevel ein bisschen niedriger ist, aber. Hätten wir geschafft. So. Machen wir die noch da hin. Der wird, glaube ich, nicht viel zu tun kriegen. Machen wir noch einen Sniper. Ich verstehe, dass es hier keinen Helden-Sniper gibt. Hätte ich ganz cool gefunden. Weil ich bin ja Fan vom Sniper, aber es ist einfach nur so eine Billo-Einheit. Na gut, dann kommt jetzt gleich der Runde 75-Ballon, der Bett. Er wird aber weggeballert, der einmal. So. Verwandelt euch alle. Ich mach so einen Countdown. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Der war ein bisschen fake, der Countdown, weil ich habe zeitgleich eine Granate geworfen, die den halt gekillt hat. Aber der war okay. Ich hatte schon mal schlechtere Countdowns. Gut, wie ich auch gezählt habe. 8, 7, 6, 5, 4, also ein bisschen gemogelt. Ich nehme es trotzdem mit. Nächste Map auf dem Platzball geschafft. Bitte gib uns was Gutes. Ja, dankeschön. Und dafür kriegen wir gleich nochmal eine Kiste und da kann noch was Besseres drin sein. Also wir sind hier gerade wirklich in der Trainingssequenz. Ich kann es nochmal sagen. Ich will das eine schaffen. Wobei, ehrlich gesagt, so ein Finnkuchen sowas wäre halt wichtiger. Damit wir halt wirklich die Charaktere aufleveln. Nur du kriegst halt für eine Runde... Was kriegen wir? Wobei 12 Brennholz ist gar nicht schlecht. Die Feuerprinzessin findet das bestimmt nice. 200 Scherben ist auch nicht schlecht. Eine epische Wunschkugel. Let's go. Let's go. Come on. Okay. Dann haben wir jetzt eine, die episch aussieht, aber halt nur sehr selten ist. Und eine weitere. Let's go. Okay. Erst die seltenste. Dreimal gelb. Komm, bitte was Gutes. Hambo, Untergangshandschuhe, Drachenaugen. Hambo. Verringert die Kosten von Upgrades 50%. Also ums Geld geht es jetzt hier gar nicht mehr. Das ist ja nicht das Problem. Abklingzeit um 30%. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht übertrieben gut. Plus 3 Schaden bei Schildbloons. Ja, ich hätte eher was gegen Bats als gegen Schildbloons. Aber Geschwindigkeit plus 15% ist nicht schlecht. Drachenaugen. Der ausgerüstete Charakter. Tarnerkennung, nein, das ist nicht gut. Das will ich nicht. Dann würde ich sagen, ist der erste Gegenstand schon am besten. Jägerin Marceline hat bei mir noch gar keine Fähigkeit vom Level. Aber ich habe keine Schild und das ist halt sinnlos mit Tarnballons. 15% schneller angreifen ist natürlich nett, das nehme ich mit, aber auch jetzt echt nicht das Beste. Komm, da kann auch was Gelbes drin sein, theoretisch. Oh, es ist sogar zweimal blau. Oh, okay, was haben wir hier? Brennende Füße. Ermöglicht das Platzieren auf Lava. Gewährt plus 1 Durchschlagskraft. Oh, come on, das ist ja... Geschwindigkeit plus 8% ist aber auch nicht schlecht. Aber da ist viel Schmutz bei. Könnte ich denn die Feuerprinzessin aufleveln? Ich habe ja 12... Nee, im Leben nicht. Zweimal, let's go. So. Sie greift jetzt halt viel schneller an. Aber da brauchen wir noch ordentlich Brennholz. Ja, was mit dem Aufleveln? Also ich glaube, das Spiel ist absichtlich so aufgebaut, dass man denkt, oh krass, ich will was aufleveln, aber es geht nicht. Bezahle ich mal 16 Euro für... Ich müsste jetzt 16 Euro bezahlen für ein Level. Ja, mache ich nicht. Ist zu viel. Aber ich würde auch ganz gerne halt ein Level 7 haben. Das wird schwer. Na gut, ich werde noch ein bisschen weiter trainieren bis zur nächsten Folge. Und dann sind wir vielleicht schon soweit. Aber gut, dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin und ciao.